Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Redemption Chemistry. Wir sind auf einem verlassenen Friedhof und es wird eine reine Befreiungsaktion, denn zuerst müssen wir verlorene Seelen befreien, um unseren Hund zu befreien, damit wir letztendlich uns selber befreien können. Es ist also ein reines Befreiungsspiel und ich denke mal, am Ende des Spiels werden wir so absolut befreit sein. Ja, wir haben in der letzten Folge das Tor geöffnet, zum Glück oder auch Unglück, ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall werde ich mal dem Geist hier folgen. Mal sehen, was er von uns will. Oh. Ja gut, ich nehme mal an, die gute tote Seele oder wie auch immer man das nennen möchte, ist hier begraben. Die Spinnweben verdecken den Namen der dort ruhenden Person. Endlich wäre ich diesen Staubwedel los. My name's Jeeves. I was a keeper at a zoo. One day, something terrible happened there. A journalist was taking photos of our new tiger, and she fell into the cage. Ich heiße Jeeves. Einst war ich Tierpfleger im Zoo. Eines Tages geschah dort jedoch etwas Furchtbares. Eine Journalistin machte Fotos von unserem neuen Tiger und fiel dabei in das Gehege. My keys went missing that morning, and while I was looking for them, the tiger killed that poor woman. I can't rest until it's put right. An diesem Morgen konnte ich meine Schlüssel nicht finden und während ich nach ihnen suchte, tötete der Tiger die arme Frau. Ich kann erst ruhen, wenn diese Sache richtig gestellt ist. I see you've got a raven with you. I'm going to give it the power of earth. Use it when you need to dig up something. I hope it helps. Ich sehe, dass du einen Raben bei dir trägst. Ich gewähre ihm die Kraft der Erde. Nutze sie, wenn du etwas ausgraben musst. Hoffentlich hilft sie dir. Ich bin ehrlich, eine Schaufel wäre mir lieber. Danke auch. Ich habe es mir fast gedacht. Weil da muss man nämlich jedes Mal diese Sachen machen und sprengt dann meinen Rahmen. Wähle die Zielgruppen aus, um sie zu drehen und so die Kraft der Erde zu laden. Wenn die Symbole an allen drei Ecken eines Dreiecks identisch sind, verschwinden sie. Neue werden erscheinen und das Dreieck wird durchsichtig. Zur Lösung des Spiels müssen alle Dreiecke durchsichtig gemacht werden. Ja, juhu. Kein Plan, was der will. Kann auch gar nicht alles drehen. Doch, das kann ich. Ja? Aha. Aha. Na toll. Also, ja. Ist bestimmt lustig. Für manche Leute. Ich bin da nicht so der geduldige Typ. Hallo. Ach so, na, das bringt mich gar. Ach so, die sind ja sowieso schon weg. Die brauche ich gar nicht mehr machen. Hey, hey, hey. Zwei auf einen Streich. Ich glaube, ich werde mir einen Gürtel sticken. Ich meine, schlimm sind solche Spiele nicht. Ich mag das ja. Aber wie wir in der letzten Folge gesehen haben, muss man tatsächlich jedes Mal, wenn der Rabe aufgeladen wird, sowas machen. Lassen wir dann. Das finde ich dann immer so ein bisschen. Ja, wie soll ich das sagen? Das zieht sich dann immer so. Stört den Spielfluss. So kann man es, glaube ich, am ehesten beschreiben. Also, welchen nehmen wir denn da? Den mal runter.
So, und den letzten. Welchen nimmt man da? Rosa, ne? Okay. Damit haben wir die Kraft der Erde. Sehr schön. Jetzt ist der Rabe bereit. Was ist denn das? Feuerreifen. So, RIP. In Gedenken an Stacy Taylor, die uns viel zu früh verlassen hat. Stacy Taylor ist also das Opfer, die Journalistin, die in den Tigerkäfig fiel. Also ich muss schon sagen, es ist schon eine dumme Art zu sterben. Oh. Oh, bist du eine süße Katze? Komm da raus? Nee. Hallo, Stacy. Hilfe, bitte, hol mich hier raus. Hier drin ist ein Tiger. Vielleicht kannst du ihn mit einem Betäubungsmittel betäuben. Beruhigungsmittel betäuben, Entschuldigung. Im Veterinärzimmer müsste eins sein. Wir könnten sie ja eigentlich auch rauslassen, aber wäre wahrscheinlich doch ein bisschen zu früh. Was haben wir denn hier liegen? Nichts. Also. So, dieser Kerl hat den Schlüssel zum Veterinärzimmer gestohlen. Ich muss ihn aufspüren. So, hier hängen lauter Plakate. Tiger, Pantera, Tigris sind die größten Mitglieder der Katzenspezies und eine von vier Vertretern aus der Gattung der Panther. Ein Tiger durchschnittlicher Größe kann bis zu 30 Kilo Fleisch pro Tag essen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Katzenarten schwimmt und taucht der Tiger gerne. Das Gebrüll eines Tigers hallt noch in 1,5 Kilometer Entfernung nach. Ja, dann bin ich ja froh, dass man ihn rechtzeitig hören kann. Man hätte mir sonst Sorgen gemacht. So, hier kann ich nichts machen. Der Schlüssel ist erstmal weg. Gehe ich mal hier raus. Okay, was für ein komischer Zoo. Oh, dem können wir was zu essen geben. Zebras, Hypotigris, sind eine Unterspezies aus der Gattung der Pferde. Sie leben in kleinen Gruppen, die aus Weibchen, Fohlen und einem Männchen bestehen. Zebras sind schwarz und haben weiße Streifen. Fohlen erkennen ihre Mutter anhand des Streifenmusters. Für einige Zeit nach der Geburt hält die Mutter andere Zebras fern, damit sich das Fohlen an ihr ausgeprägtes Muster gewöhnen kann. Zebras werden fast nie von Tsetsefliegen angegriffen, da diese die Zebras nur als blinkende schwarz-weiße Streifen erkennen. Ja, willkommen zum Biologieunterricht. Finde ich eigentlich auch sehr spannend. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ich würde gerne dieses vollständige Mosaik sehen. Ich auch. Ich bin schon ganz gespannt. So, hier haben wir noch ein Informationsblatt. Pinguine sind Teil der Gattung flugunfähiger Seevögel. Pinguine verbringen ungefähr 75% ihres Lebens im Ozean, doch gebären ihre Jungvögel an Land oder auf Eisschollen. Nicht alle Pinguine leben in der Kälte. Die Galapagos-Inseln, Entschuldigung, die fast direkt am Äquator liegen, sind die Heimat der Galapagos-Pinguine. Die Durchschnittstemperatur dort liegt ganzjährig zwischen 18 und 28 Grad. Wow, die wohnen eindeutig falsch. Machen wir mal hier um die Ecke. Was haben wir hier liegen? Nichts. Oh. Na gut. Ja, also ich sag mal so, ich würde mich, glaube ich, anders verhalten, hätte ich einen Tiger im Käfig. Oder wäre ich im Käfig. So, hier brauchen wir eine Marke. Gehen wir mal in den Zoo. Nehmen wir schon mal Fleisch. Und Gras. Gemüse lassen wir liegen, das will der Tiger bestimmt nicht. Wo möchte sie denn hin? Hilfe! Hilfe! Platziere die vier Steine mit Hilfe der Ameise auf den vier grünen Punkten. Aha, die Steine. Na, das geht ja dann schon mal nicht. Ich kann ja gar nicht runterschieben. Okay.
Nee. Hä, wie soll das denn gehen? Also, man kann nicht runterschieben. Nee, Moment. Du kannst erstmal hier nochmal hin. Wenn ich dich da hinschiebe, kann ich den nicht mehr bewegen. Okay, du musst nochmal weg. Verdammt. Ich muss oben anfangen. Okay, so. 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 Okay. Und wir haben ein Eisstück gefunden. So, hier fehlt. Ich dachte, hier fehlt Geld, aber nein. Ich muss dieses Bild wieder zusammensetzen. Es fehlen also einige Teile. Und hier ist ein Affe. Möchte mir dieser Affe helfen oder ist das das reinste Affentheater? Ich habe auch noch keine Ahnung. Was habe ich eigentlich jetzt bekommen? Gras. Okay, was sagt unsere Karte? Lobby. Da kommen wir noch nicht rein. Pinguine kommen auch noch nicht rein. Wolfskäfig kommen auch nicht rein. Das tut mir jetzt so leid. Zebragehege. Haben wir hier den Durchgang und den Platz. Okay. So, der Bär. Die Statue des Bären ist größer als ich. Oh, er fliegt alleine? Ich bin erschüttert. Vielen Dank, wir haben ein weiteres Eisstück. Ich nehme mal an, das brauchen wir dann für die Pinguine. Was ist denn hier noch so? Okay, hier kann ich nichts weiter machen. Ich habe also 2 Eisstücke von 4. Hier fehlt mir Geld. Hier habe ich schon mal eine Spielmarke. Kann ich da eine Spielmarke reinstecken? Nö. Aber es ist noch nicht mal richtig probiert. Was, fliegst du alleine los? Oh, ich bin echt gerührt. Ich fasse es gar nicht. Neues Objekt, eine Aquariumsmarke. Na, so ein Zufall aber auch. Dann holen wir uns doch mal ein paar Fische aus dem Aquarium. Wie, ich habe keine Angel. Wir müssen es angeln. Ja gut, wie soll der Fisch sonst da rauskommen? Ist vielleicht auch blöd gewesen. Okay, ich hoffe, das Geld ist nicht weg. Oh nee, man kann den Vogel hier hin und her scheuchen. So, hier fehlen noch Marken. Nee, Mosaikstücke. Okay, da fehlt Fleisch. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, hier kann ich noch nichts machen. Doch, hier kann ich was machen. Die Frage ist nur, was? Ach, guck an. Wir haben einen Griff gefunden. So, mit dem richtigen Werkzeug würde dieses Stück Kork kein Hindernis darstellen. Ich habe aber leider kein Werkzeug. Wir haben aber einen Griff. Ich nehme mal an, wir bekommen dann noch das entsprechende Werkzeug. Kann ich das hier mitnehmen? Jawohl. Metallaufsatz, okay. Kommt das hier so? Korkenzieher. Mhm. Na denn.
Wie lenken wir den Krebs ab? Hier, hast du das zu spielen? Fleisch? Ja, wie lenkt man den Krebs ab? Hier, Eisscholle, Spielmarke, Gras. Nee, ich möchte da nicht, okay. Dann gehen wir erstmal wieder. Was haben wir denn noch zu tun? Hier, im Durchgang gibt es noch was zu tun. Fleisch, können wir ihm das Fleisch schon geben? Tatsächlich. Wir haben Weichplastik. Okay, und er hält jetzt erstmal seine Klappe. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Weichplastik. Für den Krebs? Komm, du isst mal dein Fleisch da. Hier, bitte, hast du Weichplastik. Okay, er hat sich einen Fisch geformt. Ja gut, es ist halt ein Wimmelbild, ne? Darf man nicht vergessen. Es ist manchmal nicht immer logisch. Oh. Arme Wolfsmama, der Dieb hat ihr Jungs mitgenommen. Ja, das tut mir aber auch leid. Unglaublich. Huch. Geh ich erstmal wieder weg. Dum, dum, dum. Was ist das denn? Ach du. Okay, zweimal schon. Und war ja. Erstmal finden hier. Okay. Es gab eine Angel, eine Spielzeugangel. Wunderbar. Damit geht's. In seiner Panik hat der Dieb das Wolfsjunge zurückgelassen. Okay. Ich möchte trotzdem erstmal angeln. Was kann ich überhaupt angeln? Kann ich hier nicht die Fische ausangeln? Da muss ich mal gucken. Also man muss tatsächlich die Fische einfangen. Ja, aber wie denn? Aha, den habe ich schon mal. Aha. Wir haben einen Fisch gefunden. Sehr schön. Ich weiß allerdings noch nicht, was wir damit anfangen sollen. Ja, dann gucken wir mal nach dem Wolfsjungen und zwar in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir der Mama das Baby zurückgeben können. Ich bedanke mich bei dir vielmals fürs Zuschauen und verabschiede mich. Bis dahin. Tschüss.